Ich freue mich total heute, dass ich hier mit Malte von Thiesenhausen stehe, einem Visual Facilitator. Und jetzt werden Sie sich wahrscheinlich fragen, was hat eine Sexberatung eigentlich mit einem Visual Facilitator gemeinsam? In meiner Praxis mache ich mit meinen Klienten häufig auch kleine Zeichnungen, kleine Darstellungen, um ihr Thema weiter zu verarbeiten. Und genau das macht Malte von Thiesenhausen auch. Ja, genau. Denn das wäre wahrscheinlich die erste Frage. Was zur Hölle ist eigentlich ein Visual Facilitator? Richtig. Das ist einer, der dafür bezahlt wird, Bilder für andere Leute zu zeichnen. Und zwar idealerweise im Zusammenhang mit Kommunikation. Also überall da, wo Leute zusammenkommen, miteinander sprechen. Das kann ein Zweier-Meeting oder eine Beratungssituation sein. Genau. Also wunderbar, dass du das auch mit einbindest. Bis hin zu ganz großen Konferenzen, 5000 Leute Konferenzen und alles, was dazwischen liegt. Da sind wir als Visual Facilitator dabei und machen das, was gesprochen wird und das, was in den Köpfen ist, sichtbar. Also zeichnen Bilder, schreiben auch. Und holen das, was in den Köpfen ist oder zwischen den Leuten ist, auf die Wand. Ich kann das natürlich noch nicht ganz so gut wie Malte, aber ich habe auch schon mal einen Kurs bei ihm gemacht. Aber vielleicht könntest du jetzt einfach mal die Sexberatung Heike Niemeyer zeichnen. Wie würdest du das umsetzen? Dazu würde ich dir erstmal Fragen stellen. Gerne. Weil am Ende, ich kann mir natürlich irgendwas ausdenken, aber es macht halt da Sinn, wo es irgendwie in die Gemeinsamkeit und in den Austausch geht. Okay. Und das ist ja vielleicht schon fast wieder eine Parallele zu Sexualität. Das ist ja nicht einfach nur so plötzlich da gewesen, sondern hat ja auch eine Vorgeschichte. Wo würdest du sozusagen die Grundsteinlegung? Die Grundsteinlegung lag, glaube ich, schon im Studium. Ich habe mich eigentlich schon immer mit dem Thema Sexualität beschäftigt. Und eine gute alte Studienfreundin erzählte mir auch, du hast schon während des Studiums immer dich mit diesem Thema beschäftigt. Gut, das habe ich natürlich auch, aber du auch halb professionell. Ja, ich habe eigentlich allen schon immer Ratschläge gegeben dazu und auch viel, ich sage jetzt mal, professionelle Zeitschriften oder Bücher dazu gelesen. Und war da eigentlich immer schon so ziemlich nah dran. Und dann mit 50 habe ich eigentlich meine eigene Sexualität auch nochmal neu entdeckt. Und dann kam eben die Entscheidung, jetzt mache ich Sexberatung. Und dazwischen liegt ja noch eine längere Strecke. Ja, dazwischen. Zwischen Studium und 50 ist ja doch noch was passiert. Ja, ich habe dann mal Kunstgeschichte studiert, ein paar Jahre im Kunstsegment gearbeitet. Und bin dann zufällig in den Event-Veranstaltungsbereich gekommen und die letzten 22 Jahre habe ich mich dem auch eigentlich gewidmet. Allerdings hat man da ja auch viel mit Menschen zu tun und führt die zusammen und hat auch viele Probleme sich von diesen Menschen angehört. Also alles, was ich vorher gelernt habe, kommt mir jetzt eigentlich auch zugute. Also ich weiß, wie man einen guten Vortrag hält und nicht einen schlechten, weil ich viele auch schlechte Vorträge mir habe anhören dürfen. Ich weiß, wie man bestimmte Locations aussucht und. Und dadurch, dass ich auch ausgebildete Mediatorin und Auditorin bin, kann ich gut Prozesse analysieren. Und eigentlich steht über dieser Sexberatung, Heike Niemeyer, nochmal so der Begriff sexuelle Mediation. Gemeinsam mit den Klienten den belastenden Prozess, den belastenden Punkt zu finden, der sich dann eigentlich als erstes in der Sexualität zeigt. Also dazwischen, zwischen diesen beiden Punkten, die ich jetzt aufmachen könnte, sozusagen der Startschuss und das jetzt endlich ist es auch so da, wie es sein soll, steht schon eine ganze Menge, was dann direkt dahin geführt hat und was man auch irgendwie wieder in Verbindung mit Sexualität setzen kann. Auf alle Fälle. Der richtige Ort will ausgesucht sein. Genau. Ja, man sollte vorher vielleicht mal sprechen, zumindest sich, wenn man auch sich darauf einigt, gar nicht so viel zu sprechen, auch das doch vorher wenigstens einmal abklären, sich gegenseitig sehen, sich gegenseitig wahrnehmen, sich gegenseitig auch hören. Eigentlich alles, was auch richtig guten Sex ausmacht. Eigentlich miteinander genau das, sprechen, dem anderen zuhören, selber auch zuhören, was man selber sagt, den anderen erstmal anschauen und dann langsam entdecken und auch vor allem, was ich ganz wichtig finde, sich selbst erst einmal entdecken und sich selbst zuhören und auf meine eigenen, deine eigenen Bedürfnisse auch. Die klar, ganz wichtig ist natürlich, sich Raum zu geben und auch dem Partner Raum zu geben, der Beziehung Raum zu geben. Also eigentlich allen Menschen, die daran teilhaben. Also wir gehen ja auch heute in das Zeitalter der Polyamorie. Also es gibt ja eine große Diskussion, Monogamie, Polyamorie.
Ich weiß da auch noch nicht so ganz genau. Leichter macht es das natürlich nicht. Man muss mit noch mehr Leuten sprechen. Man hat auch noch mehr Ebenen, die in einem selber angetriggert sind, mit denen man vielleicht auch, oder wo man vielleicht auch mit sich selber halt in Austausch gehen muss. Aber ich finde Polyamorie durchaus ein sehr spannendes System, in dem man leben kann. Was ist eigentlich guter Sex für dich, Malte? Vielleicht kannst du das auch mal hier zu Papier bringen. Und dabei soll ich auch mal gleichzeitig reden. Ja, bitte reden darum. Und zeichnen gleichzeitig. Ja. Der perfekte Sex oder guter Sex, was soll das sein? Ja, es ist natürlich schwer zu beantworten. Ich glaube, da gibt es ganz unterschiedliche Zustände. Ja. Zum Beispiel gibt es bestimmt Sex oder Sexfantasien, die vor allem im Kopf laufen, im Kopf stattfinden. Ja. Dann sind vielleicht bestimmte Worte wichtig oder bestimmte Träume, bestimmte Fantasien, die man hat, wenn hier viel angespielt wird. Und dann gibt es wieder auch Momente, wo ich sage, das ist richtig guter Sex, wenn es vor allem über die Herzebene kommt, dann ist vielleicht auch alles, was Akrobatik oder unterschiedliche Stunts oder sowas sind, dann gar nicht so wichtig. Dann kann es vielleicht auch fast gar keine Bewegung sein, aber man hat halt hier eine ganz, ganz tiefe Verbindung und spürt sich, sieht sich sehr. Mhm. Und ist total reich, obwohl es von außen vielleicht ganz unspektakulär aussieht. Ja. Und dann gibt es auch wieder Ebenen, wo ich sage, da ist ganz doll der Körper im Lied. Da schaltet sich der Kopf vielleicht auch komplett aus. Und man gibt so seinem Tierkörper einfach mal die Führung und lässt, um jetzt weiß nicht, um eine Metapher zu wählen, den Hund einfach mal wirklich über die Wiesen und über die Wälder laufen. Und am Ende kommt er wieder, ist total verschwitzt, Zunge hängt ihm aus dem Hals, außer Atem, aber ist richtig happy. Okay. Ja. Und toll ist natürlich, wenn alles zusammenkommt. So, wenn man im Kopf ganz da ist, sich wahrnimmt, den anderen wahrnimmt, kognitiv, aber eben auch gefühlsmäßig auf der Herzebene. Und wenn der Körper halt voll eingebunden ist. Also heißt, für dich am Raven ist gemeinsam. Für dich ist gute Sexualität eine Mischung aus Kommunikation, Emotionalität, Körperlichkeit und so ein bisschen Kontext. Wo findet das statt? Ja, das kann alles mit da reinspielen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man authentische Resonanzmomente miteinander erlebt. Da bin ich ganz bei dir. Authentizität finde ich ist mit Abstand eines der wichtigsten Dinge überhaupt. Also auch für die eigene Wahrnehmung, für die gemeinsame Wahrnehmung. Sobald jemand nicht mehr authentisch ist und etwas macht, was er eigentlich gar nicht möchte, wird es ganz schwierig, finde ich. Ja. Also das gibt auch ganz viele Probleme dann, meiner Meinung nach. Ich glaube, man kann ganz schnell, gerade in den heutigen Zeiten, natürlich auch in so einen Performance-Druck fallen und denken, also wenn ich jetzt den Kopf nicht richtig mit drin habe und das Herz nicht und irgendwie jetzt habe ich körperlich underperformed, da gibt es ja diverse Stolpersteine, wo man sagt, das ist mir aber das allererste Mal passiert, dann gerät man ganz schnell in so einen Druck von innen, dass man sich selber sagt, okay, jetzt müsstest du aber, jetzt solltest du aber, und ich glaube, das verhindert dann irgendwie diesen unverstellten Zugang zu dem, was man eigentlich dem anderen schenken möchte in dem Moment. Ja, ich denke, man sollte da wieder so ein bisschen auf Ruhe und Gelassenheit und Slow Down kommen. Auf jeden Fall manchmal. Manchmal, nicht immer. Manchmal machen wir es auch quick und dirty, ne? Allerdings. Alles klar, danke dir. Danke dir, Heike.